Liebe Freunde komplexer Globalstrategie, freie Bürger Athens, herzlich willkommen zurück. Es geht direkt weiter. Oder was ist direkt? Wann auch immer ihr diese Folge schaut. Athen ist deutlich gewachsen. Athen ist aber auch ein zerrissenes Land zwischen Balkan, Zentralitalien, der Peloponnes und dann gibt es noch Inselbesitzungen. Ah, schwierig. Wir haben aktuell relativ bisschen Überdehnung, bisschen Kriegsmüdigkeit, das trägt alles seinen Teil dazu bei, dass die Rebellen umso stärker kommen. Der Krieg gegen den Kirchenstaat hat uns leider ein bisschen Manpower gekostet, mehr als vielleicht nötig gewesen wäre. Und jetzt hat natürlich mit Nero dem Zweiten, weil ich mich frage, wer eigentlich Nero der Erste war, und wie auch immer, Nero der Zweite den Thron bestiegen. Vielleicht Nero der Zweite, vielleicht ein direkter Nachfahre? Man weiß es nicht. Andererseits ein Grieche, ein wahrer Grieche auf dem Athena-Thron, das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und eben jener Nero wird sich jetzt anschicken müssen, sein Land, sein soeben geerbtes Land erst einmal zusammenzuhalten. Wir sind schon dabei, die Truppen Richtung Moria zu verlegen, um Athen erstmal zu verteidigen. Da wahrscheinlich die ragusischen Nationalisten. Athenische Bauern, Zeta, Korfu. Wenn die auf Korfu kommen, habe ich ein Problem. Ist ja auch unangenehm, weil ich noch nicht genug Transportschiffe eigentlich habe. Habe ich noch welche im Bau? Jawohl. Okay, wir gehen einmal durch. Umbrien, Kernprovinz geht noch nicht, solange Ancona noch nicht Kernprovinz ist. Das ist Zeitalter der Reformation, das gucken wir uns gleich an, was da für uns Sache sein könnte. Wollen wir nicht. Puh, dauert so lange. Unrelevant, unrelevant, irrelevant. Berater ist noch kein Thema für uns. Steigende Korruption, klar. Überdehnung, unausgeglichene Forschung. Gehen wir alles an. Ja, Gottes Willen. Das ist natürlich brutal. Admin-Tech 4, Militär-Tech 8. Ich sehe da eine leichte Tendenz. Also administrativ hängen wir ganz schön hinterher. Wir haben halt auch sehr viele Punkte mal ausgeben müssen. War auch nicht unbedingt unsere Stärke. Ich will mal den Fokus jetzt dann auch entfernen. Denn wir sind militärisch ja wirklich massiv vorangeprescht und werden gar nicht so viel mehr Punkte investieren müssen. Im Gegenteil, wir brauchen jetzt erstmal die Ideengruppe, damit unsere erste auf jeden Fall eine militärische sein. So, Truppenverlagerung im vollen Gang. Ich hoffe, es gelingt, bevor Athen fällt und bevor die ragusischen Nationalisten zuschlagen. So, damit sind wir jetzt erstmal die nächsten Jahre wahrscheinlich beschäftigt, das, was wir gewonnen haben, überhaupt erstmal abzusichern. Bevor ich jetzt irgendwelche Provinzen für mich reklamiere. Na, ich kann mal Urbino fordern. Dachte ich, beobachte erstmal, wie sich das entwickelt. Scheint jetzt nämlich, dass Florenz in die Region auf jeden Fall expandiert. 8000 Mann sind da, der Rest müsste jetzt auch ankommen, oder? 11000 Mann, das reicht. Wir sind militärisch so gut aufgestellt. Zumindest für Thronfolger. Thronanwärter. Thronfolger, so weit kommt's noch. Und dann greifen wir gleich mal auf Söldner zurück. Reicht das wirklich? Nein. Uiuiui. 4,1 Moral. Oh, das ist ja ganz schön übel. Wir gewinnen es trotzdem, aber. Eieieiei. Wie haben wir denn diese Schlacht eigentlich gewonnen? Das war ja wild. Okay, da müssen wir jetzt ein bisschen zusammenfassen. Jetzt wird es gefährlich, denn in Zeta und in Ragusa könnten gleich Rebellen spawnen. Deshalb müssen wir die Truppen verlegen, aber dann schnell erstmal zurückziehen und dann werde ich im Hinterland eher über Ragusa marschieren. Durch Osmanenland darf ich ja leider nicht. Dann heuern wir hier gleich Söldner an. Das ist die einzige Wahl, aber wir haben Geld. Dann muss ich die Reserve erstmal abholen. Blick auf die Uhr. Alles klar. Ach, schön, wenn so eine Folge noch ganz frisch vor einem liegt. Könnte noch einen General mitnehmen, aber das ist für mich kein Thema, glaube ich. 1505 merken wir uns. 1503. 2 und hier ist es 1515. Alles klar.
Rashzan annektiert. Von mir aus. Jetzt haben wir noch orthodoxe Fanatiker. Der orthodoxe Glaube ist ja eigentlich der, sagen wir es, bessere. Würde ich behaupten, seit von reinen Mechaniken. Athen und Korfu. 16.000 Mann. Und Urbanus der VIII. Wird zum Papst gewählt. Oh, und jetzt habe ich hier meine Truppen verloren, die hier noch waren. Das war nur ein kleiner Teil. Ich glaube, es waren 1.000 Mann. Das ist extrem ärgerlich. Wo ist jetzt meine Flotte? Da. Okay. Das wird alles ein bisschen nervtötend. Also, um Korfu zu sichern, brauche ich erstmal meine Flotte. Und da muss ich noch ein, zwei Schiffe für bauen. Also Fokus erstmal auf die ragusischen Nationalisten. Die kommen allerdings erst noch. 16.000 Bauern kann ich so aktuell auch nicht niederschlagen. Ich könnte natürlich jetzt sofort wieder umdrehen. Hier Söldner ausheben. Ja, mach mal, ne? Kommando zurück. Englischer Schweiß bricht aus. Nein, wir unternehmen natürlich alles Menschenmögliche, um die schreckliche Krankheit einzudämmen. Herzog Nero bleibt in der Stadt. So, dann wieder zurück nach Moria. Dann heben wir hier die Söldner aus. 10.000 sollten reichen. Florenz wird massiv expandieren, ist nicht so in meinem Interesse. Das ist doch eigentlich mein Land. Land, das ich will. Ja. Noch einen Anspruch auf Siena mal aufbauen. Wo schon mal hier sind. Wird alles seine Zeit gerade dauern, dass wir da für Ruhe gesorgt haben. Dann Söldner. Hey, die sind aber teuer. Muss ich jetzt mal Schulden sogar für machen, vielleicht? Ich glaube, so ein paar Bauern sind schon nicht ohne, oder? Ich nehme mal ein, zwei Kredite. Einen Kredit nehme ich mal auf, dann kann ich noch 2.000 Mann hier ausheben. Am Bogenschützen. Schade, dass wir hier keinen defensiven Vorteil haben. Aber wir haben den Vorteil, dass... Ah ne, den haben wir jetzt verloren, natürlich im Zeitalter. Ich wollte gerade sagen, wir haben hier den Vorteil des Heimatterritoriums, aber das ist dahin fertig geworden. Kurz geschaut. Bei dem mache ich euch wahnsinnig, ne, wenn ich das nebenher mache. Kurze Pause. So. Ja, ihr dürft marschieren. So. Was ist realistisch für uns zu erreichen? Tritt der Reformation bei nicht. Wir werden entweder katholisch oder werden orthodox. Humanistisch oder religiös, ja, durchaus. Dass wir eine davon mitnehmen, konvertieren. Wenn wir katholisch bleiben wollen, müssen wir auf jeden Fall konvertieren. Grundreich nein. Ja, vielleicht, falls wir zum Orthodoxen konvertieren. Wobei zählt dazu Zwangskonvertierung? Das ist nämlich die Frage. Ich kann ja nicht aus freien Stücken orthodox werden. Müsste die orthodoxen Fanatiker sich durchsetzen lassen. Asiatischer Handel sehe ich nicht. Vereinte Kultur. Mal gucken. Nicht ganz unmöglich. Es gibt ein paar nette Sachen. Dreht sich natürlich alles um Religion hier. Perks. Meint ihr, das reicht? Ich bin gerade nicht ganz sicher. Reichen 8.000 Mann gegen 16.000 Bauern? Es sind nur Bauern, oder? Ganz ehrlich. Aragon attackiert Marokko. Interessant. Wir gucken mal. Ich bin nicht ganz sicher. Ich meine, Bauern, die können doch gar nichts. Und diese Annahme ist mittelmäßig korrekt. Aber ich möchte dann trotzdem alle Truppen, gerade wenn wir amphibisch auf Korfu landen müssen, zusammenziehen noch. Ja, ich muss alles erstmal, alle Regimenter zusammenlegen. Kosten sparen. Wir haben etwa 5.000 Mann, also Ragusa. Ah, ist echt am Limit gerade. Die päpstlichen Nationalisten, 16.000 Mann, 11.000 Ragusische. Das ist eine Menge.
So ein bisschen unangenehm. Nach Athen fällt am 10. März 99. Da kann ich eigentlich einfach stehen bleiben. Das Problem sind die russischen Nationalisten. Na gut, ich kann hier tatsächlich auch selber ein paar Truppen jetzt bauen, weil ich sie doch sehr dezimiert habe, sehr zusammengelegt habe. Müssen ein bisschen Geld sparen, deshalb gehe ich mal mit meinen Galeeren erstmal in einen Hafen. Gespannt, was für ein Frieden hier geschlossen wird. Wie viel sie sich nehmen. Ich tippe auf Urbino und Romagna. Mal gucken. Spannend auch, wie der Krieg hier der Mailänder ausgeht. Wobei sie an der Seite der Schweizer hier stehen. Frankreich gegen Burgund verliert. Paris schon gefallen, aber die Rückeroberung läuft. Beobachten natürlich alles ganz genau. Diplomatische Tech ist verfügbar. Ja, nehmen wir mit. Adel steigt auf. Mehr aus. So, jetzt die Truppen dauern noch ein bisschen. Ah, shit. Ja, alles genommen. Bis auf Rom. Rom nehmen ist natürlich so eine Sache. Verbündet mit dem Johanniter. Ah, die Johanniter sind migriert. Wäre auch eine Option, über Rom sich zumindest den Johanniterorden auch einzuverleiben. Müsste man sich mal überlegen. Ein neuer Rivale soll es sein. Das ist die Überlegung. Wir sind ja mit Österreich und Ungarn hauptsächlich zusammen. Da kann man natürlich schauen, ob man einen wählt, den die auch rivalisieren. Wahrscheinlich schwieriger. Tunesien, Provence, Florenz. Florenz macht keinen Sinn, weil Bündnispartner der Ungarn, Aragon vielleicht. Potenziell sogar ein Verbündeter auf irgendwie lange Sicht mal. Ja gut. Venedig steht dem natürlich entgegen. Gegen Provence spricht, glaube ich, nichts. Als Rivalen. Ist alles relativ egal, glaube ich, gerade wen ich da wähle. Keine unmittelbaren Interessen hier für mich. Nehmen wir mal die Tunesier. Die haben ja mit uns gebrochen. Wir müssen jetzt mit den Konsequenzen leben. So 6000 Mann werden kein Problem haben mit den athenischen Bauern, die im März allerdings erst kommen. Hier haben wir noch ein bisschen Zeit, ne? Dadurch, dass die Kriegsmüdigkeit jetzt auch sinkt, passt das alles. Hier haben wir den Kernprovinz auch fast, also auch da sinkt die Unruhe dann jetzt Schritt für Schritt weg. Eventuell Stabilität sogar mal erhöhen, aber ich glaube, nee. Ich glaube, wir müssen jetzt wirklich hier die nationalen Ideen mal durchziehen, auch um die Korruption hier ein bisschen zu reduzieren. Was macht das Osmanreich da? Bin ich immer in absoluter Alarmstufe, wenn ich sowas sehe. 24.000 Mann an unserer Grenze. Österreich gerade in einem Krieg drin stehend. Genauso wie Mailand. Was passiert hier gerade? Ich mag ein bisschen, ich mag paranoid sein. Ich bin höchstem Maße alarmiert, wenn Osmanen hier an der Grenze aufmarschieren. Deshalb ziehe ich gerade meine Truppe nach Moria zurück. Überleg gerade sogar, ob ich meine Truppe evakuiere. Komplett. Von der Peloponnes. Aber die Kriegserklärung bleibt noch aus. Vielleicht machen sie dann nur Urlaub. Heftig, wie viele Truppen hier eigentlich aufmarschiert sind. Marokko-Fessan, naja, das ist der aragonesische Krieg gegen Marokko. Der zieht sich natürlich, wenn Österreich da und Aragon erstmal ihre Truppen hinbewegen müssen. Das ist sehr verdächtig und das erinnert uns daran, in welcher schwieriger Lage wir uns hier eigentlich befinden.
England fast vereint. Unterstützt die schwedische Unabhängigkeit. Nein, wir mögen Land genommen haben, wir mögen gute Verbündete haben. Unsere Beziehungen sind auch eigentlich stark. Zu den Österreichern bessern wir aber nochmal nach. Aber das Osmanenreich ist nach wie vor ein gewaltiges Problem für uns. Und unser Reich eben sehr, sehr zerrissen. Okay, jetzt gehe ich hin, dass ich im März Athen verteidigen kann von den Bauern. Da kommen noch mehr Osmanen Richtung unserer Grenzen marschierend. Das gefällt mir überhaupt nicht, was ich hier beobachte. Ich habe richtig Schiss, dass sollte uns das Osmanenreich jetzt den Krieg erklären, dass wir verraten werden. Die marschieren alle an meine Grenzen. Wann passiert das hier genau? 10. März. Das ist kein Zufall, dass die da stehen, oder? Das ist kein Zufall. Umbrien können wir zur Kernprovinz machen. Das gefällt mir gar nicht. Stehen noch mehr Truppen am Bosporus. Jetzt kommen erstmal die Bauern. Dann kann ich meine Truppen zumindest mal ins, ja, Kernland. Das ist einem komisch gesagt, wenn die Hauptstadt eigentlich hier unten ist. Dann kann ich meine Truppen zumindest ein bisschen defensiver stellen. Warum? Habe ich denn mit den 16.000 so gar kein Problem gehabt, aber mit den paar Bauern, die gar keine Moral haben, da tun wir uns plötzlich schwer, oder was? Ganz eigenartig. Okay, die Osmanen marschieren wieder ab. Wollten nur mal kurz wahrscheinlich zeigen, dass mit ihnen zu rechnen ist. Dass wir uns nicht in Sicherheit wiegen dürfen. Nachricht ist angekommen. Schatzkammer füllt sich jetzt relativ schnell, weil wir kaum Truppen haben. Das ist also ein gutes, ein weniger gutes unterwegs. Holen wir kurz Korfu zurück. Ja, gut. In der Folge werden wir keinen Offensivkrieg mehr beginnen, Leute. Wir müssen uns jetzt echt mal sammeln. Ich habe zu viele Truppen gegen den Kirchenstaat verbrannt. Nächste Attacke wahrscheinlich ohnehin erst 1510, 1507 frühestens auf den Kirchenstaat. Ist aber auch nicht so weit hin. Um eventuell Rom zu nehmen und Malta bzw. den Johanniterorden, die migriert sind von Rhodos. Finde ich eine schöne Mechanik. Ah. Vergessen. Aber es ist stillzulegen, denn wenn wir wirklich angegriffen werden, ist es nach wie vor keine Armada, mit der man wirklich was machen kann. Müssen wir noch drastisch ausbauen. Sind jetzt eher im Cap, glaube ich. Jawohl. So, Korfu ist befreit. Ah, 2 Jahre und auch hier ungefähr 2 Jahre. War interessant, die ragusischen Nationalisten haben wir mehr oder weniger im Griff. Steuereinnahmen global. Ja, der jüngste Krieg hat einen hohen Tribut gefordert. Das ist sehr wahr. Ich verzichte auf Steuereinnahmen, weil ich brauche meine Rekruten. Brauche vor allem demnächst mal jetzt hier die Tech. Das wird uns militärisch auch nochmal deutlich jetzt helfen, eine erste Ideengruppe zu haben. Erste militärische. So, Anspruch auf Siena. Nicht, dass ich ihn durchsetzen könnte. Aber man weiß ja nie, wofür man es mal braucht. Glaube, hier ist unsere Expansion in Italien erstmal ausgebremst, mehr oder weniger. Die lege ich erstmal still. Ja, die Ragusa muss ich eigentlich bekämpfen, aber wie gesagt, da brauchen wir Söldner für. Die ich jetzt gerade noch bezahle. Also jetzt bezahlen ist, glaube ich, billiger, als dass ich sie gleich nochmal neu ausheben muss. Eine Reiterei. Ja, die kommen gleich. Aber danach haben wir es. Die anderen zwei Parteien hier sind nicht das Problem dann. Päpstliche und ragusische Nationalisten. Die päpstlichen allerdings. Noch ein größeres Problem. Hier muss ich mindestens noch 7.000, 6.000 Mann ausheben. Ungarn und Florenz brachen ihr Bündnis. Nur noch alliiert mit der Provence.
Ich bitte reine Chance. Interessant. Sehr, sehr interessant. Gut für uns, hervorragend für uns. So, Ragusa erhebt sich da mit was zu rechnen. Jetzt 5000 Mann. Die werden sich da nicht rausbewegen, ne? Die Kroaten? Das ist auch nur der ragusische Nationalisten. Die werden einfach nur hier bleiben. Also ich kann nicht darauf spekulieren, ihnen in den Bergen entgegenzutreten. Ich muss jetzt wirklich eine Söldnerarmee aufbauen. Ich muss mich tatsächlich nochmal ein bisschen verschulden, fürchte ich. Auf 8, ich brauche mehr. Tut ein bisschen weh, mir jetzt wieder Schulden aufzunehmen. Ganz sicher zu gehen. Bauen jetzt einen Riesensold nachher auf. Der Ragusa ist auch zu wichtig, als dass ich es jetzt länger in der Hand der Rebellen wissen möchte. Bisschen unser Benediktius der 8. auch neuer Papst. Das ist auch schon wieder ein neuer Papst. Ragusa natürlich dadurch, dass wir hier auch den Haupthandelshafen haben. Imminent wichtig für uns, hier mehr Einfluss zu gewinnen. Eine Salzkrise. Super. Noch ein Kredit aufgenommen. Jetzt machen wir dadurch sogar Schulden. Gut, bezahlt man so viel Söldner. Um sicher zu gehen, noch mal ein paar Männer nachlegen sogar. Als wenn ein Bankrott nicht genug gewesen wäre. 250 Dukaten Schulden. Damit können wir es aber machen, oder? Es gibt keine Flussüberquerungen hier. Nach Hum und Dalmatien, also können wir von hier aus reinmarschieren. Die muss ich, glaube ich, ein bisschen unterdrücken, weil jetzt werde ich, glaube ich, meine Söldner erstmal auflösen müssen. Die sind zu teuer, sie jetzt zu unterhalten. Oh, das ist ja höchst souverän. Okay, da hätte ich jetzt nicht so hochrüsten müssen. Da hätte ich vielleicht 1-2000 Mann wahrscheinlich sparen können, vielleicht. Sehr gut. Ja, löse ich jetzt meine Söldner komplett auf, ist die Frage. Und rüste und gucke, dass ich eine reguläre Armee wieder aufgebaut bekomme. Dann muss ich allerdings wahrscheinlich die päpstlichen Nationalisten ein bisschen unterdrücken. Das Timing ist nicht so ideal, ne? Wenn sie aggressiver wären, könnte ich sie jetzt attackieren. Ich glaube, ich löse meine Söldner komplett auf. Ich baue auf eine reguläre Armee, das heißt, ich werde die im Zweifelsfall hier ein bisschen unterdrücken müssen. Eine neue Tech, nationale Ideen. Wunderbar. Produktionseffizienz erhöht. Wir können gleich eine Ideengruppe wählen. Das ist super. Und dann auch. Der ist militärisch, also. Wunderbar. Die muss ich da nicht bezahlen. Verordnen uns mal ein komplettes Sparprogramm. Also. Es ist ganz klar, dass wir in militärische Ideen reingehen, einfach weil wir da technologisch am weitesten fortgeschritten sind, weil wir da am meisten Machtpunkte angehäuft haben und wir auch einfach uns ein wenig stärken müssen, denn Athen hat jetzt nicht das größte und wichtigste und überhaupt qualitativ hochwertigste Militär. Und da gibt es jetzt ein paar, ja, paar Optionen auf jeden Fall für uns. Ich bin großer Fan davon, im Early Game defensive Ideen zu nehmen, weil du extrem schnell an den militärischen Drill kommst. Ich glaube, das ist Multiplayer quasi Meta. 15% macht halt einen gewaltigen Unterschied aus. Ich mag auch Qualität. Finde ich aber eher noch fürs Midgame wichtiger, wenn du dann auch Richtung Kampfstärke der Artillerie gehst. Disziplin, das ist natürlich die zwei Sachen hier am Ende extrem stark. Ich kann mir vorstellen, dass wir im Laufe der Kampagne auf Qualität, Defensive und vielleicht auch Offensive gehen. So den Mix quasi fahren. Quantität ist natürlich auch interessant für kleine Nationen, wie wir es sind, auch jetzt hier mit Rekrutenreserve, Regeneration. Aber mir ist, glaube ich, die Stärke der Armee erstmal wichtig. Lieber ein kleines Heer, das dafür aber wirklich
stark ist und sich durchsetzen kann. Seemacht ist absoluter Trash. Aristokratie finde ich jetzt auch nicht wirklich interessant für uns. Ich nehme die defensiven Ideen. Armeetradition ist gut jährlich. Moral 15% ist grandios. Der Rest ist dann erstmal nicht so wichtig. Der ist dann wirklich defensiv. Also defensiv und danach wahrscheinlich Qualität, beziehungsweise danach halt erstmal eine andere Gruppe rein. Danach wahrscheinlich eine administrative Gruppe. Da bin ich großer Fan von Wirtschaft und auch eine religiöse Idee, finde ich. Die religiöse Ideengruppe mag ich. Kann aber auch über administrativ oder humanistisch nachdenken. Raus ist für mich expansionistisch und Innovation. Aber das gucken wir uns dann an, sobald wir da bei der nächsten Gruppe quasi sind und das entscheiden müssen. Investiere hier direkt rein. Ich ziehe auch, wobei, Deck 9. Ne, wir ballern jetzt hier auf den militärischen Drill. Legitimität plus 1, unser erster Bonus dann. Nochmal zur Erinnerung. Ist nicht so großartig, was die Athener zu bieten haben, außer natürlich am Ende Kampfstärke. Und dann nochmal, ja, das ist schon gewaltig, ne? Also Athener Armeereform, ganz zum Schluss Kampfstärke Infanterie und Artillerie plus 5% und 10% Moral. Nach hinten raus sind die Athener richtig, richtig gut. Haben jetzt erstmal ein bisschen für Ruhe gesorgt. Ich muss vielleicht ein paar Machtpunkte gleich mal ausgeben, um die Rebellen hier ein bisschen zu unterdrücken. Oder ich verteile vielleicht Autonomie. Erinnert Burgund, interessant. Ich muss eigentlich noch warten, weil es soll auf jeden Fall ein Staatsgebiet werden. Also einerseits, Frankreich hat Burgund angegriffen und verliert, was ich extrem finde bei dem Frankreich. Und da sind jetzt keine starken Verbündeten dabei, so richtig. Und jetzt England wittert seine Chance und greift seinerseits Burgund an. Also Burgund sieht sich zwei Großmächten gegenüber, interessant. Aragon scheint sein Krieg, naja, er wurde ins Herzland getrieben, Valencia ist gefallen, aber hier sind auch 40.000 Mann in Marokko unterwegs. Verrat gegen Athen. Unruhe lokal in Dalmatien hat das Gebiet. Ja, der Bruder hat mir gerade etwas niedergeschlagen, das wäre nicht so problematisch. Adel verliert 10 Loyalität, damit kann ich leben. Keine bisschen Professionalität, das macht schon Sinn. Das ist faktor über 6,63. Klar, auch darüber könnte man sich ein paar Männer wahrscheinlich sichern, aber... Oh, 3200. 3020, so. Lohnt sich, glaube ich, auch noch nicht ausreichend jetzt. Weil müssten wir vielleicht machen. Bevor wir jetzt hier allzu viel Machtpunkte investieren. Ja, mal schauen. Ich gehe erstmal darüber, dass ich wahrscheinlich Autonomie verteile, wenn das hier ein Staatsgebiet ist. Die niedrige Legitimität macht mir halt Sorgen, ne? Die Unruhe. Jetzt hatte ich recht immens. Aber so sieht es doch ganz gut aus. Also das Schlimmste soweit erstmal abgewendet. Auch wenn wir einige Kredite dafür aufnehmen mussten. Haben wir noch was auf der Agenda? Ich glaube erstmal nicht, liebe Leute. Also die nächsten Schritte sind klar. Wir können Florenz jetzt angreifen. Und das ist ein wunderschönes Land hier. Aber erstmal müssen wir natürlich Ruhe reinkriegen in unser Land. Jetzt geht es erstmal darum, die innere Stabilität zu gewährleisten. Hier den Aufstand niederzuschlagen. Aber wenn wir dann schon mal hier sind, in Umbrien, könnte man drüber nachdenken. Weiterzuziehen und dann vielleicht mit Mailand von Norden kommend, wir vom Süden her Florenz unter uns aufzuteilen. Mit unserem Verbündeten. Fände ich eine schöne Sache. Perspektivisch dann auch die Attacke auf Rom. Und den Johanniterorden auf Malta. Das sind so die nächsten Expansionsmöglichkeiten, die ich für uns sehe. Klar, im Hintergrund immer ein Blick auf das Osmanreich. Gerade jetzt, wo wir auch Gefälligkeiten langsam aufbauen. Bei den Österreichern immer noch nur bei 4, also es dauert noch ein Weilchen. Na gut, Leute, wir schauen mal. Nächste Folge gucken wir erstmal, wie wir mit den Nationalisten klarkommen. Die drohen jetzt wirklich relativ flott mit einem Aufstand. Wir gucken nochmal auf die Welt.
Die großen Kriege sicherlich hier um Burgund und in Marokko aktuell. Ansonsten hat sich, glaube ich, nicht so viel verändert. Wir sehen uns. Macht's gut, bis dahin.